Seid gegrüßt und willkommen zur ersten Episode meiner Temtem Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr seht, ist es ein Early Access Titel. Das Spiel wurde entwickelt von Cremer Games SL. Der Herausgeber ist Humble Bundle und Cremer Games SL. Ich werde das Spiel per Controller spielen. Ich versuche es einfach mal damit. Was bleibt noch zu sagen? Es ist Early Access. Es ist ein Pokémon-artiges Spiel, in dem man Monster einfängt und mit denen kämpft. Und ich fange einfach mal an mit einem neuen Spiel. So. Charaktererstellung fängt natürlich an. Weiblich. Wo ist der Unterschied, außer dass die ein bisschen schlanker ist? Was haben wir denn noch? Hautfarbe. Okay. Das sind halt Hautfarben. Stil. Ich nehme das hier. Gibt es da noch mehr, was man auswählen kann? Dann. So, dann gehen wir mal nach rechts. Kopfform. Ah, okay. Fülligere Gesichter. Machen wir so. Gesicht. Ah. Ich dachte schon, die Augen bleiben so. Oh nein, zu traurig. Nee. Ist auch nicht. Hä? Ach so. Nee, nee. Ja, so vielleicht. Ja, genau. Augenfarbe? Nee, nein, nein, ich will das hier. Ich wähle es aus. Moment, ich habe es gar nicht ausgewählt eben, oder? Moment mal. Kurz zurück. Doch, ich habe da aus... Nein, 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 nein! So. Augenfarbe. Sieht man die überhaupt? Ja, okay, sieht man. Mach mal so dunkel. So, was haben wir? Oh, Frisuren. Sehr gut. Nee. Nein? Nein. Vielleicht? Nee. Nee. Nein. Vielleicht? Nee. 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 Nein. Nein. Vielleicht mit einer anderen Farbe. Hätte ich eventuell vorher aussuchen sollen. Aber was hatte ich denn eben hier? Nehmen wir erstmal. Hallo? Wähl aus. Danke. Haarfarbe. Wobei, nee, die Frisur gefällt mir irgendwie doch nicht. Und warum ist das unten so hell? Wird schon richtig sein so. Ja, doch, die Frisur. Hallo? Nimm die Frisur, danke. Das ist doch irgendwie. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, erstmal weiter. Klamotten. Nein. Hemd? Nee. Hemd. Ah, ich denke, wir nehmen das hier, aber wie kann ich jetzt die. Okay. Wer schreibt mir? Egal. Farbe. Okay, das ist von äußeren Teil. Das Rot, aber das Innere, da möchte ich immer eine andere Farbe haben. So schwarz. Ich hoffe, ich kann auch die Hose auswählen. Sehr gut. Nein. 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 Ah, vielleicht doch. Wenn ich die passenden Schuhe dazu habe. Ach so, die Schuhe sind schon direkt mit drin. Nein. Das sieht aus wie eine vernünftige Hose. Ja, ich denke, ich nehme diese Hose. So, Hosenfarbe. Nehmen wir mal so eine dunkelblaue Jeans. Hallo, warum nimmst du das nicht an? So, und die... Was ist denn? Ach so, die Schuhe. Ja, entweder schwarz oder dieses Rot. Oh Gott, ich hoffe, ich kann den Rucksack auch noch ändern. Ich würde mal sagen, Rot nehme ich da. Das passt schon ganz gut. Tasche. Oder wenn, dann will ich den großen Rucksack haben. So, Farbe. Beim Rucksack, was will ich da für eine... So braun hätte ich irgendwie gerne. Grau, schwarz. Ich schaue erstmal wegen der Decke, welche Farbe die bekommt. Grüne Decke, ich weiß nicht. Das sieht komisch aus. Schwarze Decke auch. So eine graue vielleicht. Aber jetzt hier die Rucksackfarbe. So grau.
Ja, machen wir. Ja, okay. So, ein Charakternamen. Tada. Bestätigen. Wähle deinen Pronomen. Er und sein. Name haben wir. Stimme. Okay. Irgendwie nicht so ein großer Unterschied. Was denn Animation? Ach so. Gut. Ja, sieht doch ganz okay aus, finde ich. Guckt ein bisschen böse, aber was soll's. So, wir haben ja alles. Genau, und fertig. Diesen haben es bereits in Verwendung. Ach, verdammt. Ah, ich kann auch Freizeichen, Leerzeichen machen. Da, 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 da. Passt der Name? Natürlich nicht. Leerzeichen. Natürlich zu lang. Aber wenn wir das schon so machen können, kriegt er auch einen Nachnamen. Eigentlich ist McKillrock ein Anagramm zu Grimlock, aber wenn Grimlock nicht passt, dann halt nur so teilweise. Können nur am Anfang des Wortes benutzt werden. Oh Mann, diese Einschränkung immer. Grimmy? Vielleicht passt das ja. Och, Alter. Ich hasse Namen vergeben. Was hatte ich denn noch für Namen? Ach, machen wir es so. Über das Anagramm einfach. Achso, können nur am Anfang. Warum kann man denn nur am Anfang? Das geht jetzt. Ja, genau. Ich mag es nicht, Namen zu vergeben. Kann ich denn keinen zufälligen Namen vergeben lassen? Mach mal so einen Namen. Der wird euch nicht vergeben sein. Ha, ich wusste es. Der passt. Grimbob, Grimbock. Bob, schläfst du noch? Los, wach auf. Ja, so stehe ich auch immer auf. Fertig, um loszugehen. Guten Morgen, Grimbob. Morgen. Ich hatte einen Traum. Morgen. Du wachst besser schnell auf. Alle warten auf dich. Wer? Hallo, wer? Hahaha, du Schlafmütze. Du hast wirklich vergessen, welcher Tag heute ist? Ja. Heute? Es ist... Oh. Heute ist mein Lehrlingsabend. Okay. Haha, genau, mein Schatz. Glückwunsch. Du hast einmal Tempedia bekommen. Cool. Was ist Tempedia? Ah, okay. Das wichtigste Werkzeug jedes Bändigers. Die Tempedia zeichnet alle Informationen über Temtem auf, die du gesehen oder gefangen hast. Deine hast du von einer geschenkt bekommen. Und hier ist dein Geschenk. Frohen Lehrlingsabend. Oh, ein Tempedia. Genau, was ich mir gewünscht habe. Du bist jetzt ein Lehrling. Bald wirst du zur Akademie gehen. Also dachte ich mir, du brauchst eine gute Tempedia. Danke. Ich liebe dich, Einer. Nein, danke. Also, weißt du, wie sie funktioniert? Ja, die Tempedia listet alle Temtem auf, die ich fange, und sammelt Informationen über sie. Professor Konstantinos hat uns gezeigt, wie man sie nutzt. Und jetzt hast du deine eigene. Und nun beeil dich. Alle warten auf dich. Okay. Erste Schritte. Es ist soweit. Beginne deine Reise. Temtem Early Access Version 0.5.2. Grimbob Nummer 210061. Gut. Also ich kann rumlaufen. Was habe ich denn hier noch so? Ich drücke mal alle Tasten eben. Oh, du hast keine Benachrichtigung. Emotes. Okay, ich soll es vielleicht hier hin machen. Was ist das? Okay, das soll abbrechen. Hahaha. Okay, was haben wir noch? Ah, was ist das? Ah, okay, das ist ein gutes Menü, finde ich. Tempedia. Ist natürlich leer. Achso, das ist mein Charaktergedöns. Also meine Statistiken, Rucksack ist natürlich... Archipelkarte. Eine vollständige geografische Studie des fliegenden Archipels, des berühmten turkmanischen Kartografen Xela Sonum. Alles klar. Was haben wir noch? Anpassen möchte ich nicht. Emotes kann ich vielleicht auch noch anpassen? Nö. Toll. Karte gucke ich mir gleich an. Okay, gucken Sie mir jetzt an. Ah, ich bin in einem Gebäude und kann deswegen nichts anderes sehen. Ich kann zwar raus, aber... Hallo, raus?
Boah, mal gucken. Ich gehe mal runter. Boah, oh, ein Fernseher. Sieht gemütlich aus hier. Da ist die Küche. Ah, man kann direkt beim Kochen und so fernsehen. Das ist praktisch. Esszimmer. Nur beim Müll wegwerfen und spülen muss man nach rechts gucken. Okay. Oh, da geht's raus. Okay, ich bin draußen. Also fast. Loading. Tada! Heimat. Süße Heimat. Vasilis sagt, da ist Grimbob. Glückwunsch. Yay. Fiametta sagt, frohen Lehrlingsabend, Grimbob. Wow, ganz Zadar ist hier. Laia sagt, Glückwunsch, Grimbob. Wir wissen, dass es ein großer Tag für dich ist, aber wir werden dich auch vermissen. Wir haben alle zusammengelegt und dir ein bisschen Taschengeld für deine Reise zur Akademie gesammelt. Oh, wie wundervoll. Vielen Dank, liebe Nachbarn. Aber Grimbob, wo ist dein Freund Max? Ah, da ist er doch. Hat mich jemand gerufen? Oh, hey, Grimbob. Wusstest du, dass heute auch mein Lehrlingsabend ist? Oh. Hallo, Max. Wir warten auf Professor Konstantinos. Und da ist der Professor auch schon. Hallo, Kinder. Seid ihr bereit? Mhm. Ah, Professor Konstantinos. Bitte passt gut auf Grimbob auf. Ach, Kinder werden so schnell erwachsen und eines Tages werden sie Flügge. Keine Sorge, lieber Einer. Ich begleite Grimbob und Max bis zur Akademie, bevor ich zur Universität gehe. Cool. Können wir dich dorthin begleiten? Ha, du bist noch etwas zu jung, um mich zur Universität zu begleiten, Max. Aber wer weiß, vielleicht eines Tages, wenn du beständig trainierst. Was ist mit dir, Grimbob? Hast du große Pläne für die Zukunft? Grimbob ist nicht besonders gut im Umgang mit Temtem, aber das ist in Ordnung. Keine Sorge, Grimbob. Du kannst auch hier bleiben und dich um Einer kümmern, richtig? Hey! Max, Grimbob, kommt mit. Wir gehen bei meinem Labor vorbei, um ein paar Sachen mitzunehmen und dann ziehen wir los. Oh. Pass auf dich auf, Grimbob. Ich liebe dich. Ich weiß, dass du Großes vollbringen wirst. Oh. Los, Kinder, lasst uns gehen. Ich muss selber gehen, oder? Benutze Dings, um Karte zu öffnen und suche auf dem Aufgabenfinder nach Hinweisen. Ich sehe nichts. Ach so, hier. Das ist also, das Dorf, wo ich lebe. Irgendwas. Und hiermit kann ich, was? Da war doch irgendwie L drücken. Hm. Egal. Dann suche ich mal. Kann ich mit euch reden? Oh, ich kann mit euch reden. Du bist Einer, ne? Nee, wer bist du? Du bist hier Laia. Huhu, das ist mein Grimbob. Du wirst die Bude rocken. Echt klasse. Okay, die labern nur irgendwie Sachen, glaube ich. Ich wünschte, meine Kinder wären mehr wie du. Ja, ich sollte vielleicht einfach gehen. Oder haben wir hier noch irgendwas? Hm, sieht nicht so aus. Ich gehe einfach mal. Ich habe auch irgendwie keine Ahnung, wo ich hin muss. Naja, ich werde es schon finden. La 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 la. Die sind hier in die Richtung gelaufen. Oh, gut, dass ich die Schilder lesen kann. Oh, ich kann sie doch lesen. Zadar-Dorf. Genau, so heißt das Dorf. Was ist das denn? Keine Ahnung. Wer bist du? Clara. Wo ist das Ding schon wieder hin? Hey, Grimbob. Tut mir leid, dass ich dich bei deiner Verabschiedung nicht, dabei war. Kein Problem, Clara. Ich suche halt nur schon seit heute Morgen meinen Anhänger und kann ihn nicht finden. Ich sag dir, wenn deine Mama herausbekommt, dass ich ihn verloren habe, macht sie mir die Hölle heiß. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Ich war hier am Meer und nun, es war ziemlich warm, also bin ich ein wenig im Silaro geschwommen. Dabei muss ich ihn verloren haben. Die Strömung? Ja, sie war ziemlich stark. Vielleicht wurde er davon weggetragen. Wenn er auf den Grund gesunken ist, werden wir ihn wohl nicht mehr finden. Ich habe diesen ganzen Strand abgesucht, aber er könnte am anderen Ufer sein oder in Turquesa. Er könnte überall sein. Ich werde ihn für dich finden. Vielen Dank, Grimbob. Ich bin dir echt was schuldig, wenn du ihn findest. Ich werde trotzdem weiter den Strand absuchen. Verloren auf der Silaro. Ja, gut. Was steht hier? Professor Konstantinos Labor. Bitte nicht stören. Okay, dann gehe ich. Nein, Spaß. Aber wie hätte ich denn jetzt rausfinden können, dass es sein Labor ist, außer überall hinzulaufen? Naja, egal. Ich gehe rein und störe hoffentlich niemanden. Was ist das hier?
Nix. Oh, was ist das denn? Oh, hi. Hey, Grimbob, komm her. Nee, hey, Grimbob, komm her. Nun gut, Kinder. Wie ihr wisst, ist heute euer Lehrlingsabend. Das bedeutet, ihr kennt bereits die grundlegenden Theorien im Umgang mit Temtem. Jetzt seid ihr bereit, euer erstes Temtem zu bekommen. Seht ihr diese Glasbehälter? In jedem davon sitzt ein anderes Temtem aus unterschiedlichen Ecken des Archipels. Hey, Professor, hast du auch Digital-Temtem? Digital-Temtem sind eine ganz neue Erfindung, junger Mann. Nee, sind ganz neue Erfindungen, junger Mann. Sie sind sehr selten. Ha, ich hab eins. Okay. Wo hast du das her? Das macht nichts, Grimbob. Egal ob schick oder bescheiden, den wahren Unterschied im Umgang mit Temtem macht der Bändiger aus. Und da Max sein Temtem bereits hat, bekommst du nun deines. Such dir eines aus. Was? Warum darf Grimbob sich eins aussuchen und ich nicht? Sei bitte ruhig. Mach nur, Grimbob. Schau, welches dir am besten gefällt. Nimm dir Zeit. Das erste Temtem ist immer ein großer Augenblick für einen Bändiger. Ja, würde ich auch sagen. Was kannst du denn? Hallo? Was kannst du? Rede mit mir. Ah. Crystal ist ein Kristall-Temtem. Es ist stark gegen Elektro und Mental, aber schwach gegen Feuer und Erde. Ich habe es selbst gefangen auf den aschenen Ebenen von Tukama, nahe dem Amethystödland. Bist du sicher, dass du dieses Temtem willst? Nein. Ich soll mich ja umschauen, oder möchte mich umschauen. Dieses Smazi ist ein Nahkampf-Temtem. Es ist stark gegen Erde und Kristall, aber schwach gegen Mental. Ich habe es in einer Kneipenschlägerei in Lochburg gewonnen. Eine aufregende Zeit. Bist du sicher, dass du dieses Temtem willst? Nein. Das hier wird Mental sein, das rechte hier, ne? Das ist Huchik, ein Mental-Temtem. Es ist stark gegen Neutral und Kampf, aber schwach gegen Kristall. Ich habe es von meiner Alma Mater, der Hochschule in Propaton, mitgebracht. Das sieht irgendwie witzig aus. Es schwebt und hat Form dabei. Ich nehme das. Eine gute Wahl, Grimbob. Oh, die Form gehört mir doch nicht. Verdammt. Egal. Du hast ein neues Temtem bekommen. Huchik. Toll. Nummer 32, Huchik, weiblich, Level 5 mental, Eigenschaft vorsichtig, Lebenspunkte 24, steht ja alles dran und ich habe keine Ahnung, was SVS bedeutet. Schicken an Team, umbenennen, was? Wie umbenennen? Was heißt denn vorsichtig? Wird ein Status schlafendes Ziel angegriffen, wacht dieses nicht auf. Ah, cool. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich einen Gegner schlafen schicke. Schicken an Team, denke ich mal. Zeit loszugehen, Kinder. Schau dir dein neues Team an. Benutze linke Schultertaste, um das Aktionsmenü zu öffnen und wähle dein Team aus. Details, linke Dings. Schau dir dein neues Temtem an. Öffne das Aktionsmenü mit linker Schultertaste und wähle die Teamoptionen, um dir dein Temtem anzusehen. Jedes Temtem ist dort mit seiner Gesundheit, seiner Ausdauer und seiner Erfahrung zu sehen. Benutze A, um die Details deiner Temtem zu sehen. Jedes Temtem ist einzigartig, daher gibt es eine Menge Daten zu jedem Temtem. Aber darum musst du dir gerade noch keine Gedanken machen. Okay. Nee, hiermit? Team. Huchik, ja. Jetzt kann ich mir das wieder anschauen. Oh, Moment. Das sind die Skills wahrscheinlich. Hypnose, ein von arborianischen Geistesspezialisten entworfener Gehirnhack, aber das Ziel, der das Ziel zwei Runden lang einschlafen lässt. Ah, praktisch. Ein gesunder Psi-Welle. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, aber andersherum. Tritt. Es muss nicht immer kompliziert sein. Manchmal reicht auch ein kräftiger Tritt. Ja, cool. Dann gucken wir mal, wo die anderen hingelaufen sind. Wer bist du denn? Hi. Gelehrter. Ich werde Professor Konstantinos garantiert vermissen. Er hat die beste Temtem-Referenzbibliothek außerhalb von Popperton. Ich werde wohl nach Arbori ziehen müssen, um meine Forschung fortzusetzen. Oder du bleibst einfach hier und startest dein eigenes irgendwas, Bibliothek. Wow. Grimbock, der Liebling des Professors. Du glaubst, du bist etwas Besseres, hä? Huh?
Und jetzt hast du dein eigenes, brandneues Temtem. Lass mal sehen, was du damit ausrichten kannst. Mein erster Kampf sozusagen. Max. Ore, mach irgendwas. Habe ich nicht gelesen. Gut, Chick, mach dich bereit. Ah, das hat er gesagt. Techniken benutzen. Wähle eine Technik und dann ein Ziel für diese Technik. Jedes Temtem kann bis zu 4 verschiedene Techniken haben. Jede Technik hat unterschiedlichen Schaden, Priorität oder Effekte. Du kannst dir mit Y noch mehr Informationen dazu ansehen. Habe ich eben gemacht. Techniken benutzen. Nachdem du eine Technik ausgewählt hast, kannst du ihr Ziel wählen. Je nach Technik kannst du ein einziges Temtem oder auch ein ganzes Team anvisieren. Die weißen Kreise geben an, welche Temtem anvisiert sind. Alles klar. Also Hypnose, Psi-Welle, Tritt. Warum sind die so grau? Und warum ist das hier so blau? Ich würde mal sagen, Hypnose, damit ich das Viech da hypnotisiert habe. Nicht bereit, ach so. Warum? Ach so, das ist wahrscheinlich auch nicht bereit. Dann mache ich erstmal den Tritt, würde ich sagen. Ah, und hier kann ich wahrscheinlich das Temtem wechseln, wenn ich mehrere hätte. Und hier überspringen oder so. Ich mache mal den Tritt. Ja, jetzt ist es auf den halt, ne? Auf den Ori. Hutschik benutzt Tritt. Oha, was ist das denn für ein Tritt? Ori benutzt Datenausbruch. Au! Und der hat gekrittet und mich natürlich umgehauen. Na super. Ha, nimm das, Grimbob. Mein erster Sieg. Hurra! Ja, danke. Du hast gewonnen, Max. Kein Wunder mit diesem Digital-Temtem. Auf den Bändiger kommt es an, nicht das Temtem. Hast du das nicht selbst gerade gesagt, Professor? Gratulation, Max. Mach dir nichts aus deiner ersten Niederlage, Grimbob. Du hattest keine wirkliche Chance gegen Maxes Ore. Digital-Temtem sind seltene und mächtige Erfindungen. Lass mich dein Hutschik mal sehen. Es braucht ein paar Pflaster und etwas Salbe. Da, wieder komplett geheilt. Um die Chancen etwas auszugleichen, habe ich etwas für dich, Grimbob. Was ist das denn? Ah, noch eins. Sieht aus wie ein Tukan. Du hast ein neues Temtem bekommen. Tuvai, toll. Tuvai, Nummer 130, Level 5, Wind. Eigenschaft Spielverderber, okay. Mit Techniken, die mehrere Ziele treffen, verursacht der Schaden ist um 25% erhöht. Ja, cool. Tuvai wirkt nicht besonders stark, aber es ist eines der seltensten Temtem, die ich je gefunden habe. Passt gut auf es auf. Ich habe die begründete Vermutung, dass es mehr kann, als es zunächst den Anschein hat. Was? Ich bekomme keins davon? Du hast schon dein Digital-Temtem, Max. Trotzdem, nicht fair. Meine Forschung legt nahe, dass Tuvai auf bestimmte Orte der Macht reagiert. Aber auf dieser Insel habe ich keine gefunden. Daher reise ich zurück nach Arbury, um mich mit meinen Kollegen zu beraten. Ich muss ein Luftschiff erwischen, aber ich kann euch Kinder bis zur Akademie begleiten. Puh, wir brauchen keinen Aufpasser. Na gut, vielleicht könnt ihr alleine reisen. Es ist ein guter Weg, um euch zu beweisen. Nun gut, Grimbob, Max, ich gehe vor und warte in Brikal de Mar auf euch. Ihr müsst nur nach Norden, dort treffen wir uns wieder. Hört zu, der Weg ist voller Temtem, also nehmt euch einige dieser Temkarten. Benutzt sie, um wilde Temtem zu fangen. Du hast 8-mal Temkarte bekommen. Temkarte, ein Gerät, das einer Karte ähnelt. Es wird genutzt, um Temtem zu fangen und zu transportieren. Und da sie das nicht ohne Kampf zulassen werden, nehmt einige Salben mit, um eure Temtem nach dem Kampf zu heilen. Du hast 8-mal Salbe bekommen. Eine Salbe aus denizianischen Heilkräutern regeneriert 25 Lebenspunkte. Das war's. Viel Glück und vergesst nicht, ich erwarte euch in Brikal de Mar. Seid artig, Kinder. Alles klar. Und ich hoffe, ihr seid auch artig, denn ich beende die heutige Episode. Wenn sie euch gefallen hat, können sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht oder meinen anderen Kram, den ich so hochlade, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.